Tja, da sind wir wieder. Monate nach meinem ersten Corona-Video und die Bedenken, die ich in diesem Video geäußert hatte, sie haben sich bewahrheitet. Mehr noch, sie haben meine Erwartungen weit übertroffen. In völliger Schamlosigkeit drückt die jetzige Regierungskoalition eine Verlängerung eines schier nimmer enden zu scheinenden Lockdowns nach der anderen durch und sieht sich offensichtlich nicht mehr in der Notwendigkeit, diese vor dem Volk zu rechtfertigen. Derweil stehen seit Wochen etliche Protestanten nicht nur vor dem Bundestag oder anderen Institutionen der Macht, um für ihre Grundrechte zu demonstrieren. Wird auf diese Demonstranten irgendwie eingegangen? Werden ihre berechtigten Sorgen und ihr Unmut gehört? Nein. Weniger noch, man versucht lieber permanent sie in irgendeine rechte Ecke zu stellen, weil unter tausenden Protestanten der eine oder andere Skinhead mitläuft. So nah und doch so weit weg vom Volk, bedauerlich und erbärmlich. Apropos Volk, wie geht dies mit den Gängeleien um? Abseits der Demos erschreckend gleichgültig. Eine breite Mehrheit der Deutschen hält sie für richtig und ist zufrieden. Die Wirtschaft ist erst kürzlich so stark eingebrochen wie seit der Wende nicht mehr und wir sind zufrieden. Es ist selten, dass ich das mal sagen muss, aber mir fehlen wirklich die Worte. Es ist schrecklich, mit ansehen zu müssen, aber ich habe es schon einmal gesagt und sage es noch einmal. Wir Deutschen sind ein ungeheuer autoritätshöriges Volk und dieser Umstand hat uns schon einmal in die größte Katastrophe unserer Geschichte geführt. Und genauso wie diese Katastrophe angefangen hat, so wird die jetzige fortgeführt. Mit einem Ermächtigungsgesetz. Mir ist klar, dass es nicht so heißt. Nicht, dass gleich ein paar Genies antanzen und meinen, es wäre ihre Aufgabe, mich zu korrigieren. Das sogenannte Infektionsschutzgesetz, welches am 18.11. im Zuge der Entwicklungen einer etwas ernsteren Grippe nicht mehr und nicht weniger in Kraft getreten ist, stattet das Parlament mit einer Fülle an Mächten aus, über die nicht die Gesellschaft zu debattieren hat, sondern die Gerichte. In der Hoffnung auf eine möglichst zügige Kippung dieser Gesetzesänderung, da sie klipp und klar Regelungen zulässt, die in Anbetracht der Lage absolut unverhältnismäßig und in Anbetracht des Grundgesetzes verfassungswidrig sind. Darum möchte ich ehrlich gesagt hier und jetzt nicht weiter auf diesen Schund eingehen, dem die Union, die SPD und die Grünen trotz angeblicher Bedenken munter zugestimmt haben. Die fehlende Verhältnismäßigkeit dieses Gesetzes wurde auch kaum behandelt. Stattdessen wurde viel lieber vom Rest des Parlaments und den Medien auf einen Fall verwiesen, nachdem die Fraktion der AfD angeblich Gäste in den Reichstag eingeladen haben soll, die in diesem die Parlamentarier der anderen Parteien lautstark kritisiert und angepöbelt haben sollten. Ganz gleich, wie viel Wahrheit an diesem Fall dran ist und wie fragwürdig eine solche Methode wäre, möchte ich fragen, was denn nun empörender ist. Ein Corona-Ermächtigungsgesetz, das schädlichen Einfluss auf über 80 Millionen Menschen ausüben wird, oder verbale Denkzettel für ca. 600 Berufspolitiker? Die Antwort sollte euch nicht allzu schwer fallen, wie ich hoffe. Und nun? Da sitzen wir und haben keinerlei Möglichkeit, uns reell zu wehren, außer Demos zu organisieren, die dann wegen ein paar Vollidioten abgesagt werden, die aus Prinzip gegen die Auflagen zur Mundschutzpflicht und Mindestabständen verstoßen und sich wundern, warum die Demo wegen ihnen abgebrochen wird. Aber wer ist eigentlich wir? Die Mehrheit der Deutschen lässt sich das ja gefallen, auch weiterhin. Und wenn die Regierung in 3 Monaten wieder aus heiterem Himmel eine weitere Verlängerung des Panikzustands verlangt, wird sie diese auch durchbekommen. Weil die Mehrheit dies über sich ergehen lässt. Dies macht mir Angst. Keine Grippe, sondern dies. Mangelnde Zivilcourage, ob aus Bequemlichkeit, Furcht vor den Konsequenzen in Beruf, Familie und Co. Keiner möchte als Corona-Leugner oder als Covidiot stigmatisiert und diskriminiert werden. Man versucht sich zu arrangieren und zu biegen, wo man kann. Auch hier sind die Parallelen zu den dunkelsten Jahren unserer Geschichte unmittelbar. Doch ein Grundsatz ist und bleibt derselbe. Wo der Staat die Bürger lenkt und nicht die Bürger den Staat, da wird Protest zur obersten Bürgerpflicht. In diesem Sinne begrüße ich jede Demonstration, jeden gewaltfreien und gesetzeskonformen Denkzettel gegenüber diesen Regelungen, möge er auch noch so wenig bringen, noch so hoffnungslos erscheinen. Denn solange er ausgesprochen wird, solange die verfassungsgebende Versammlungs- und Demonstrationskultur in diesem Land aufrechterhalten wird, solange habe ich noch Hoffnung. Und solange sollte jeder Hoffnung haben.